Champions League Finale 2020, dass wir das noch erleben dürfen, mit deutscher Beteiligung sogar. Paris Saint-Germain gegen Bayern München. Ganz genau, und einer der zwei Teams wird nach Lissabon sagen, ich habe das Triple gewonnen. Und hoffentlich, aus deutscher Sicht, ist es der FC Bayern. Natürlich sind nicht alle deutschen Bayern-Fans, aber an diesem Tag wäre es doch höchst verdient, wenn die Bayern ihre tollen Leistungen nicht nur in der Champions League, auch in der Bundesliga krönen würden. Aber da stehen noch mindestens 90 Minuten auf dem Feld, bevor gegen eine auch nicht gerade zu unterschätzende Mannschaft von Paris Saint-Germain. Ganz genau, und die treten in Bestbesetzung an. Aber was bedeutet Bestbesetzung gegen den FC Bayern? Denn wenn wir uns mal die Champions League-Saison anschauen und auch die Bundesliga und den DFB-Pokal, da ist seit dem Trainerwechsel der FCB wie das Messer durch die Butter gegangen und hat auch unter anderem Tottenham Hotspurs abgefertigt, damals sogar noch mit Kovac. Aber dann ging es weiter, auch gegen Chelsea 2 Kantersiege, gegen Barcelona ein nie dagewesenes 8:2, gegen Lyon, man kann jetzt sagen, es war nicht so souverän, aber am Ende steht eine 3:0 da. Das heißt, da kannst du auch nicht sagen, Lyon hatte eine Chance. Und jetzt geht es eben gegen Paris, und die haben auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, Radek, eine schwächere Liga, sich so im Pokal ein bisschen durchgedümpelt. In der Champions League hatten sie zwar in der Gruppenphase Real Madrid hinter sich gelassen, aber das war ein wirklich schwaches Real Madrid mit sehr, sehr vielen eigenen Problemen. Und auch in der K.O.-Runde dann Dortmund muss man als Paris schlagen. Atalanta kann man sich als Paris vielleicht ein bisschen leichter tun. Leipzig, ein dankbarer Gegner für Paris im Halbfinale. Heißt nicht, dass die da nicht verdient sind, aber auf was ich hinaus möchte, für Paris ging es jetzt noch nicht gegen so ein großes Kaliber wie Bayern München, und das könnte entscheidend sein für den Ausgang dieses Spiels. Und ich werde mal einen Quervergleich zitieren, denn Bayern hat gegen Lyon 3:0 gewonnen. Lyon hat auch vor kurzem gegen Paris im Pokal gespielt und nach 90 Minuten 0:0 gespielt. Und Lyon, hast du zwar gesagt, die haben verdient vielleicht verloren, das stimmt natürlich, aber die hatten auch gute Gelegenheiten, aber waren im Abschluss zu schwach, haben aber die Schwächen in der Bayern-Defensive offengelegt, wie wir jetzt hier auch in den News-Artikeln, die sie jetzt auf Wikipedia gibt, sehen können, weil Lothar Matthäus auch gemeint hat, die Bayern müssen an ihrer Defensive arbeiten hier, damit die wieder stabiler wird, weil sonst wird es gegen einen Sturm von Paris Saint-Germain mit Neymar, mit Mbappé und mit Angel Di Maria durchaus Probleme geben. Also da müssen die Bayern jetzt noch ein bisschen optimieren, damit sie dann auch hinten stabil stehen. Und auch wichtig wird sein, dass Manuel Neuer so eine überragende Leistung gegen Lyon abgeliefert hat, dass er das nochmal wiederholt, um dann halt auch in brenzlichen Situationen einen Rückstand oder ein enges Spiel vielleicht auch zu verhindern. Ganz genau. Auf Bayern Seite, wenn wir mal noch anschauen, nach solchen Ergebnissen wie gegen Barcelona oder auch eben dem Double bisher, dann kannst du eigentlich nicht mit einer Niederlage zufrieden sein, da reicht das Finale nicht. Man redet ja auch von der besten Bayern-Mannschaft aller Zeiten, da glaube ich, hast du noch mehr Einblick als Bayern-Fan als ich. Aber das ist schon echt fulminant, was der FCB spielt, und die sind aus meiner Sicht wirklich ein richtig gut geformtes Team. Also die scheinen sich auch auf dem Platz gut zu verstehen. Es gibt kein Gequengel von der Bank, obwohl da wirklich Hochkaräter sitzen. Also der Flick und auch der FCB an sich, die haben da schon ein wirkliches Team zusammen. Ja, das definitiv. Und dieses Team hätte es natürlich nach diesen Leistungen auch verdient. Das sage ich jetzt nicht als Bayern-Fan, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin Sympathisant, das gebe ich offen zu. Aber zum Fan fehlt mir der Fanatismus in dem Bereich. Und von daher werfen wir einen Blick auf die Quoten. Und die sind doch nicht so weit auseinander. Also die Bayern mit einer 2,12er-Quote, da könnte man sagen, das wäre nach 90 Minuten durchaus eine interessante Wette, aber es ist ein Champions League-Finale und ich denke, das wird vielleicht eine enge Sache. Also ich würde es mir auch wünschen, dass es ein spannendes Spiel mit besseren Ausgang für die Bayern wird. Aber alles in allem ist mir diese Quote auf Bayern irgendwie nicht attraktiv genug, um nach 90 Minuten dann auch wirklich drauf zu setzen.
Der Hund ja. meldet sich zu Wort. Hat der vielleicht, das ist ja bei Jupp Heynckes, hat er der Hund gebellt und ihm signalisiert, er soll zu Bayern gehen. Jetzt bellt der Hund. Sollen wir deinen Hund Gizmo als Orakel nehmen und sagen, Radek, erzähl keinen Scheiß, wir setzen auf Bayern? Naja, vielleicht hat er Wasser getrunken und wird jetzt gleich zum Gremlin. Oder aber er kommt damit nicht zurecht, dass ich so später Stunde noch wach bin. Wie dem auch sei, ich finde Unentschieden bei so einem Champions-League-Finale auf jeden Fall nicht unattraktiv. Ich glaube aber tatsächlich, dass Bayern das nach 90 Minuten für sich entscheiden wird. Würde mich jetzt aber auch nicht unbedingt trauen, da auf einen einfachen Sieg nach 90 Minuten zu setzen. Dafür sind zu viele Champions-League-Finale einfach zu sehr umkämpft. Beide Teams, Bayern natürlich umso mehr, stehen für viele Tore. Das spiegelt sich auch in den Quoten für die Over-Under wieder. Vielleicht finden wir dann da eine Wette. Mhm. Das haben wir im Spiel Lyon gegen Bayern getan, indem wir da gesagt haben, es fallen weniger als 3,5 Tore. Wette war richtig, wie so viele in dieser Champions-League-Saison. Wir haben ja ein dickes Plus daraus gezogen und das wollen wir natürlich auch krönen. In dem Fall ist die Quote auf Over 2,5 mit 1,4 schon sauniedrig. Aber es ist ja auch klar. Erstens, weil natürlich die beiden für Offensivfußball stehen und Top-Kräfte haben, die Tore schießen können. Auf der anderen Seite wollen die Leute, die drauf wetten, also die große Masse der Sportwetter, wollen natürlich auch Tore sehen und setzen auf Übertore. Haken an der Sache ist natürlich, dass dann die Quote sinkt und die Buchmacher sich darauf einstellen und die Masse hat eigentlich nicht immer recht, denn sonst gäbe es ja diese Sportwettenanbieter nicht. Deswegen ist es vielleicht öfter mal gar nicht schlecht, gegen das zu setzen, was halt allgemein so vielleicht als gegeben dasteht. Das würde in dem Fall heißen, unter 3,5 Tore würde bei einem 2:1 Sieg für eine von beiden Mannschaften, für ein 1:1 nach regulärer Spielzeit oder weniger natürlich dann gut passen. Die Quote ist gefallen, 1,19. Es war noch ein bisschen höher vor ein paar Stunden. Aber ist es noch attraktiv genug, hier auf einen unter 3,5 Tore zu gehen? Ich denke schon. Und ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, unsere Tipps für dieses Spiel abzugeben. Denn wenn wir da beide was sehen, vielleicht tippst du ja auch unter 3,5 Tore, wer weiß das so genau. Mein Tipp ist nämlich auf den FC Bayern mit 2:1, der reine Ergebnistipp. Bisher, muss man aber auch sagen, hatten wir wie viel genau richtig von diesen Ergebnistipps? Zero, um es in der Sprache des Finalverlierers zu sagen. Aber so wie du tippen würdest, gäbe es eine Quote von 10,25. Ich würde ähnlich tippen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich würde echt, irgendwie habe ich es im Gefühl, dass es eine Verlängerung gibt. Wäre doch eine coole Story. Ich male es mir mal so cool aus. Die Bayern kommen in Rückstand durch einen unberechtigten Elfmeter, den Neymar verwandelt, die Hassfigur überhaupt. Kurz in der Nachspielzeit bekommt Paris dann das Karma von vom Atalanta-Spiel zurück und irgendein anderer Franzose trifft gegen die Franzosen, vielleicht Coman, vielleicht Tolisso, keine Ahnung, wahrscheinlich aber Lewandowski. Und dann geht es in die Verlängerung, da passiert vielleicht nichts und im Elfmeterschießen wird dann Manuel Neuer zum König von Europa und zum Welttorhüter des Jahres und der FC Bayern holt zum zweiten Mal nach 2013 das Triple. Das wäre eine schöne Vorstellung. Wie es läuft, wie ihr tippt, interessiert uns natürlich auch brennend. Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da und die Glocke und dann freuen wir uns auf dieses Finale. Ganz genau, Radek ist mit seiner Fantasy für dieses Champions League Finale schon im Land der Träume. Schön wäre es dann noch, wenn wir Elfmeterschießen, der Müller den entscheidenden Elfmeter verwandelt, nachdem Neuer zuvor gehalten hat. Unser Tipp ist in diesem Spiel einfach nicht auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Teams zu gehen, sondern auf unter 3,5 Tore. Habe ich ein ganz gutes Gefühl dabei und von daher danke für die Aufmerksamkeit, danke für euch, für das Verfolgen unserer Champions League Videos und bis zum nächsten Mal.